Wir sind um 18.10 Uhr alarmiert worden mit dem Stichwort zuerst Zimmerbrand, Eva im Gebäude brennt. Dann bin ich hier vor Ort, wo ich hier reingefahren bin, habe die Brandentwicklung gesehen und die Rauchentwicklung. Da war bereits der komplette Dachstuhl oben komplett im Vollbrand, hat gebrannt. Die ersten Maßnahmen waren dann die Riegelstellung zum Wohnhaus, zum vorderen Bereich, weil da schon die Fenster gebrochen sind von der Hitze. Wir haben eine Riegelstellung gemacht, dann den hinteren Bereich zu den landwirtschaftlichen Anwesen, ebenfalls Riegelstellung. Und zum nächsten Wohnhaus, genau dahinter, haben wir dann auch eine Riegelstellung gemacht. Wir haben dann natürlich, oder bereits hier habe ich gleich das Einsatzstichwort auch erhöht auf Vollbrand, habe komplett eine zweite Drehleiter alarmiert von der Feuerwehr Welzheim, habe dann anschließend die Feuerwehr Blüderhaus noch alarmiert mit Vollalarm, Feuerwehr U-Wach Vollalarm, habe den GW Atemschutz von Fellbach alarmiert, sowie den stellvertretenden Kreisbrandmeister war noch fort. Ebenfalls war ein Notarztwagen, ein Rettungswagen und das örtliche DRK hier fort. Eine Frau, die Bewohnerin, ist vom RTW und vom Notarzt gesichtet worden, hat aber keine Verletzungen, dass sie zu Einsatz oder stationär ins Krankenhaus aufgenommen wurde. Sie wurde hier untersucht und bleibt hier vor Ort. Sie ist wohl auf. In dem Gebäude war zu diesem Zeitpunkt niemand mehr da. Die Frau hat das Gebäude verlassen. Aber leider konnten wir hier in dem Gebäude gar nichts mehr heben. Dieser Altbau, alte Fachwerkhaus und komplett, wie gesagt, wo wir bereits gekommen sind, war der Dachstuhl komplett im Flammenmeer schon besiegt. Die größte Herausforderung war hier die Riegelstellung zu den zwei Wohnhäusern und zu den landwirtschaftlichen Anwesen hinter dem Gebäude. Und natürlich war hier auch das Problem hier oben mit der Wasserversorgung. Wir haben einmal von Hauptspon unten im Ort eine Wasserleitung gelegt, sind dann parallel mit der zweiten Wasserversorgung hier in den Urbach gegangen, runter zu uns, haben hier Wasser geholt. Und parallel haben wir noch mit zwei landwirtschaftlichen Fässern hier jetzt noch eine Wasserversorgung, da wir die Stadtwerke hier von Schorndorf nicht garantieren können wegen der Wasserversorgung vom Ort. Und der Urbach bringt leider nicht so viel Wasser. Wir waren insgesamt jetzt 82 Einsatzkräfte vor Ort. Wir haben 6 Löschfahrzeuge, 2 Drehleitern, 2 Führungsfahrzeuge, 2 Gerätewagen und den Gerätewagen Fellbach, Gerätewagen Atemschutz von Fellbach hier in der Einsatzstelle gehabt. Das ist jetzt soweit schon in dem Standpunkt. Wir haben jetzt die Einsatzstelle soweit, Feuer soweit aus. Es sind jetzt noch Nachlöscharbeiten. Wir fangen jetzt an, haben jetzt die Drehleiter von Welzheim schon wieder rausgelöst, damit die ihren Standort oben sicher halten können. Wir werden jetzt die Einzellöschfahrzeuge rauslösen von der Einsatzstelle und werden dann die Nacht über hier eine Brandsicherheitswahrstelle mit mindestens einem Löschfahrzeug. Je nachdem muss man noch schauen, wie das ist. Wir werden jetzt organisieren, gerade sind dabei, zu einem Bagger zu organisieren. Mit der Polizei wurde das abgeklärt, weil wir so kein Vorkommen haben. Dieses Gebäude ist einsturzgefährdet und wir haben so enormes Glut und Feuerglutnester noch. Und wir können hier leider keine anderen Maßnahmen machen. Wir müssen jetzt einen Teilabriss oder Vollabriss voll machen, damit wir die Blutnester und das Feuer löschen können. Es war viel gelagert. Ich habe einen alten Wagen gesehen. Ich habe verschiedene Gasflaschen sind oben gelagert. Und schon teilweise noch, ja, weil es halt alte Bauweise, aber jetzt ist kein reines Strohlager oder sonstiges, aber halt wirklich die alte Bauweise, wie es früher gebaut war. Halt. Die Person wurde bei Verwandten untergebracht, glaube beim Sohn. Wurde die untergebracht, die ist soweit wohl auf, also sie kann hier untergebracht werden, hier muss die Gemeinde oder müssen wir nicht nach weiteren Versuch, nach weiteren Betreuung oder Unterkunft suchen. Das DRK betreut uns hier mit der DRK-Bereitschaft und mit Hygienemaßnahmen sowie Essen und Verpflegung, Getränke.